Moin Moin aus Washington. Ich stehe hier vor dem Hauptgebäude des Dachverbandes der amerikanischen Gewerkschaften. Und die Gewerkschaften in den USA hatten es in der Vergangenheit nicht immer leicht. Ja, sie waren sogar stark unter Druck. Doch mit Joe Biden hat sich das geändert. Er wird nicht müde zu betonen, wie wichtig die Gewerkschaften für den Zusammenhalt in der Gesellschaft sind. Er ist ein Präsident, der für die Mittelschicht arbeitet, und er wird nicht müde zu betonen, dass es eben genau diese ist, die die USA aufgebaut hat und nicht Wall Street. Also, was hat es wohl mit dieser Kappe auf sich und wie unterstützen die amerikanischen Gewerkschaften Joe Biden im Wahlkampf? Darüber erfahrt ihr mehr nach dem Intro. Erst wenige Wochen ist es her, da ist den United Auto Workers, auch abgekürzt UAW, ein historischer Erfolg im Staat Tennessee gelungen. Die Mehrheit der Beschäftigten im VW-Werk in Chattanooga hat dafür gestimmt, sich durch die UAW vertreten zu lassen. Ein jahrelanger Kampf steht hinter diesem historischen Erfolg, und es kann sein, dass befeuert durch diesen Erfolg die UAW nun in anderen Werken 150.000 Beschäftigte wird organisieren können. Diese gewerkschaftliche Organisationsarbeit wird unweigerlich zu Konflikten führen. Erst kürzlich klagten Beschäftigte bei Mercedes, im Werk von Mercedes hier in den USA, über Gängelungen, über nicht bearbeitete Urlaubsanträge und über ungerechtfertigte Kündigungen, weil sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die UAW stark gemacht haben. Ihr seht also, auch deutsche Konzerne, die in Deutschland die Tarifpartnerschaft und ihre Vorzüge betonen, nützen hier in den USA die laxe Arbeitsgesetzgebung, um die Beteiligung der Beschäftigten so gering wie möglich zu halten. Sollte aber die UAW Erfolg haben mit ihren Organisationsbemühungen, dann können wir von einer historischen Trendwende sprechen. Und das wäre nach den Jahren, wo die Gewerkschaften stark an Einfluss verloren haben, sehr, sehr wichtig für den sozialen Ausgleich im Land. Und Joe Biden hat als Präsident der Mittelklasse hat einen großen Anteil an diesen Erfolgen. Mehr dazu erfahrt ihr in einem Artikel von meinem Kollegen Knut Panknin, den wir in der Beschreibung des Videos verlinken werden. Joe Bidens gewerkschaftsfreundliche Agenda zahlt sich aus. Er wird die Unterstützung der meisten US-Gewerkschaften bei seiner Wiederwahlkampagne haben. Er hat die United Auto Workers bei ihren Streiks im Januar ganz klar unterstützt. Er ist sogar zu den Streiks hingefahren, und deswegen unterstützen sie ihn auch. Aber auch die große und wichtige North America's Building Trade Unions unterstützen Joe Biden. Sie haben erst kürzlich ein beachtliches Unterstützungsvideo herausgebracht. Dahinter verbergen sich Hunderte von regionalen und nationalen Gewerkschaften, in denen sich die klassischen Berufe wie Elektrikerin, Malerin verbergen, aber auch eben besondere Gewerkschaften wie die Aufzugs- und Rolltreppenbauer. 3 Millionen Arbeitnehmerinnen sind in dieser Gewerkschaft organisiert. Und jetzt möchte ich ganz konkret werden. Ich trage hier ganz stolz die Mütze der United Culinary Workers, also der Nahrungsmittelarbeiterinnen und Arbeiter aus Las Vegas in Nevada. Und wir haben uns bei unserem Besuch im April erklären lassen, wie diese Menschen den zentralen Wahlkampf für Joe Biden in Nevada geführt haben und wie sie ihm die Wahl gesichert haben. Sie haben an 1 Million Haustür in glühender Hitze geklingelt und so die Leute an die Wahlurne gebracht und Joe Biden den Wahlsieg gesichert. Mit 34.000 Stimmen Vorsprung, also ganz knapp, hat er die 6 Stimmen für das Wahlmänner- und Wahlfrauengremium des Staates Nevada gewonnen. Die United Culinary Workers in Las Vegas haben 60.000 Mitglieder. Sie arbeiten in den Hotels, in der Tourismusindustrie in Las Vegas. Das ist das, was Las Vegas und Nevada eigentlich ausmacht. Und sie sind vielfältig.
über 178 Ländern und sie sprechen 40 Sprachen. Und sie können natürlich mit dem Rassisten Donald Trump nichts anfangen und sie werden 2024 alles tun, damit Kamala Harris Vizepräsidentin wird und Joe Biden Präsident. Ihre Motivation ist wirklich ansteckend und deswegen bin ich sehr stolz, dass sie mir diese Mütze geschenkt haben, weil sie dachten, also du bist einer von uns. Und mit dieser Botschaft, positiven Botschaft, weil sie waren sich sicher, dass sie Joe Biden den Staat Nevada wieder liefern können, sage ich Tschüss aus Washington, bis zum nächsten Mal.